Wie in den vergangenen Jahren fand am 8.12.2011 der Sponsorenabend des Running Snail Teams statt. In einer Präsentationsreihe wurden die interessantesten Innovationen des neuen Rennfahrzeugs RS12 sowie das E-Car-Projekt vorgestellt. An diesem Abend hatte das Team die Gelegenheit, den Partnern und Unterstützern des Running Snail-Projekts für ihre Hilfe und Unterstützung zu danken. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Hochschule Amberg-Weiden. Das Team wurde immer besser und besser. Ich habe gerade natürlich jetzt die Saison 2010 war, glaube ich, mit einem der erfolgreichsten. Und dass es so weit kommen konnte, liegt natürlich zum guten Teil immer an den Kollegen Rönnebeck, aber natürlich an dem Team, was er jeweils hatte, an dem studentischen Team, aber vor allen Dingen, und darum sind wir heute ja auch alle hier zusammengekommen, an ihn, an den Förderern und Unterstützern des Running Snail Teams. Seit wann sind Sie denn technischer Leiter bei Running Snail? Ich bin technischer Leiter seit Oktober, seit Beginn der Saison 2012. Das schönste Erlebnis war bis jetzt der Big CD Point letzte Woche, an dem sämtliche Konstruktionen fertiggestellt wurden und das Auto erstmals präsentiert werden konnte. Hallo Gerald, du bist der Werkstattmeister, richtig? Genau. Was sind denn da deine Aufgaben? Ja, die Aufgaben bestehen darin, dass ich diverse Teile eben für die Hochschule fertige, die in den Laboren gebraucht wird. Viele Teile auch für Running Snail zum Beispiel. Und dass ich auch die Studenten anleite, die Teile selbst herzustellen. Ich gebe Einweisungen in die Maschinen oder ich gebe auch richtige Lehrgänge in Drehen, Fräsen, Schweißen. Als ersten Punkt hätten wir lasergesinterte Abschenken dieses Jahr. Dann hohle Radträger und einen Stahl-Carbon-Hybrid-Rahmen. Bisher war der Fertigungsweg beim Abschenken so, dass man einfach einen komplett vollen Aluminiumblock genommen hat und hat dann erstmal den in die Fräse gesteckt und nahtlos zersparen. Dieses Jahr haben wir die Möglichkeit, ihn lasersintern zu lassen. Wir wollen dieses Jahr mit einem Hybridrahmen fahren, der zu einem Teil aus einem Carbonteil besteht und zum anderen aus einem Stahlrahmen. Der Carbonteil ist aufgebaut wie ein Monocoque, nur eben, dass nicht der ganze Rahmen aus einem Teil ist, sondern eben nur vorne. Wie unterstützen Sie denn das Team? Ja, wir bauen schon seit vielen Jahren bei uns im Musterbau bestimmte Baugruppen für das Fahrzeug, hauptsächlich in der Fräserei einzelne Bauteile. Und das ist jetzt schon eine lange Tradition, dass wir immer wieder das Studententeam unterstützen. Was erhoffen Sie sich denn für das Team dieses Jahr? Zuerst mal, dass wir das Auto trotz der Probleme, die heute genannt wurden, wieder fertig bekommt. Dann hoffe ich, dass er die beiden Autos in den Griff bekommt, weil für mich ist das doch schon so eine starke Leistung für so ein doch relativ kleines Team, zwei Autos komplett fertig bauen zu wollen. Und da wünsche ich euch viel Erfolg dabei, die Autos zusammenzubekommen zuallererst mal. Und dann natürlich viel Spaß und den einen oder anderen Pokal natürlich gerne wieder. Was war denn bis jetzt dein schönstes Erlebnis bei Running Snail? Ich glaube in Hockenheim wirklich, wie schon im Vortrag, diese nach den 22 Kilometer Endurance einfach zu sagen, ja, wir haben es geschafft, das Auto hat gehalten. Keinen Herzinfarkt zu bekommen, weil das Auto in der letzten Runde noch ein Stottern anfängt. Also das war, glaube ich, ziemlich das Schönste und es hat am meisten entschädigt. Also die Zeit, wo man investiert. Inwiefern unterstützen Sie denn das Team? Ja, unsere Firma stellt Verbindungselemente her und euer Team braucht Verbindungselemente. Ihr spielt mit Carbon, ihr spielt mit Aluminium und unsere Firma hat Verbindungselemente für alle Bereiche, da wo hohe Festigkeiten benötigt werden. Die Ideen finden wir allerdings auch sehr gut. Ich bin heute überrascht worden, vor allem mit dieser Folge, wo es kein Innenleben mehr gibt, etwas Einmaliges, was ich von jungen Menschen eigentlich so nicht erwartet hätte. Experten haben so eine Idee noch nie gebracht, zumindest ist es mir nicht bekannt. Und hier in Amberg sehe ich sowas. Überrascht mich besonders. Hallo Herr Huber, wie geht es denn Ihnen heute Abend? Ja, sehr gut. Nach der Vorstellung unseres neuen E-Car-Teams natürlich hervorragend. Ich dürfte erst einmal an die Presse treten und eben den Sponsoren klar machen, was wir vorhaben, was wir schon entstehen lassen konnten, wohin uns die Reise führt. Wir wollen bis 2013 eben in Hockenheim konkurrenzfähig antreten, geschlossen mit dem Verbrennerteam, praktisch ein zweites Auto stellen und dann das Running Snail Team auch gebührend dann vertreten.
Thank you.